Achso, nee, wo waren das? Talentwerte. Intuition 14 und... Oh, das ist ganz wenig bloß. Willst du mich verarschen? Und der hat das vor allen meinen erwischt? Oh, das ist ja deprimierend nahezu. Naja, willst du machen, ha? Oh, eine dicke Truhe. Oh. Priester. Ich glaube, die Priester sollen relativ was drauf haben. Die muss ich wohl... Ah, Zauber zum Glück misslungen. Die muss ich relativ fix entschärfen, wenn ich mich nicht täusche. Kannst du von hier aus, wenn wir schon dabei sind, gleich mal zaubern? Du hast eine gewisse Reichweite. Full Man. Achso, er macht das immer so ganz lässig. Aha, misslungen, du Noob. Ich habe zwar nicht die höchste Magierüstung, aber zumindest stehe ich ihm im Weg und er kann da nicht meine Leute angreifen, nehme ich an. Zumindest ein Stück weit. Oh Mann, da muss man ja richtig Schiss haben, wenn die hier zaubern. Ich weiß ja nicht, was sie machen, aber es ist bestimmt nicht nett. Das wäre einigermaßen mit Magieresistenz, das sollte ganz gut passen. Ich weiß ja nicht, ob der Zauber misslingt, weil die Magieresistenz da ist. Oder aus anderen Gründen. Musst du daran beschippt dich, ne? Nee. Fulmen! Oh, hab die Schadenspunkte nicht gesehen. Aber ich denke eher, dass mir Magieresistenz bewirkt, dass der Schaden gering ist. Nicht, dass der Zauber misslingt oder gelingt. Ich bin mir echt nicht sicher. Ulmen! Tschu! Oh, schwierig! Du gehst bei ihm so schnell. Gibt's doch gar nicht. Wobei, es kommt auch drauf an, natürlich. Ich nehme an, Zauber, die Schaden machen, die haben entsprechend weniger Schaden bei Magieresistenz. Und Zauber, die aber sowas wie Blitz machen oder Eisenrost, das ist eine andere Geschichte. Das ist bestimmt dann einfach die Treffwahrscheinlichkeit, die damit auch beeinflusst wird. Ja. Grüner Schleim. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Schiss vor diesen ganzen Magiern. Weil ich Angst habe, dass sie was ganz Böses auf mich zaubern, wenn sie mal dazu kommen sollten. Vielleicht soll ich auch tatsächlich auf Pfeil und Bogen ein bisschen gehen. Damit ich auch meine Distanz letztendlich, die ich dann halten kann. Ja, bisher macht es ja was... Ah, man, ich gehe trotzdem da durch, obwohl ich hier zwei neben ihm stehe. Nervig. Hört ihr auf, einen Alp anzugreifen, Mann? Ich kann doch auch nichts dafür. Er ist, wie er ist. Schweinepriester. Das sage ich, weil es Priester sind. Hier mal, Firion, zweimal gezaubert. Astralen, gieß alle. Zweimal gezaubert, hat noch eine ganze Menge Vorrat. Wie es auch eigentlich sein sollte. Oh, jetzt kommt keiner mehr ran hier, oder? Da, mach hier mal kalt. Müsste ja eigentlich ausreichen jetzt. Das hast du jetzt davon. Ich mit mir anzulegen. Flieht da? Der flieht. Gott. Damit kann ich leben. Komm mal hier rüber. Damit der nicht auch flieht. Und er hat noch, glaube ich, keinen Schaden erlitten, aber ich bin sicher, der würde fliehen, wenn das kann. Gibt's hier nicht. Oh Mann. Also die haben auch eine ganze Menge Astralenergie. Ich meine, die zaubern ja auch nur. Wenn ich dagegen sieht, ich habe ja schon ziemlich aufgebraucht hier alles. So, geh mal in Nahkampf rein. Guck mal, so dreimal die Gegner können ja auch nicht ordentlich nachkämpfen. Sind auch Magier bloß. Da rechne ich halb gute Chancen aus, weil, glaube ich, trotzdem noch recht gute Werte für sowas alles. Habe ich dafür gesorgt. Dass da bei jedem Level ab, bis man dazu kam. Ob die es auch so gemacht haben, weiß ich nicht. Schätzungsweise eher nicht. Klick, klick. Die holen wir uns alle und machen sie kalt. Priester können doch nichts rücken und er lebt noch. Ah, ja, das war ein Blitz tatsächlich bloß. Damit kann ich noch absolut leben. Weg mit dir. Ein Blitz ist kein Problem, der ist temporär nur im Kampf. Angst habe ich eher vor Versteinerung und sowas in der Richtung, was es ja auch geben soll. Damit könnte ich schon eher ein Problem haben.
Wobei ich glaube, dass sofern mein entsprechender Magier, der es beherrscht, nicht tot ist, ich mich da auch entsprechend nach dem Kampf erwehren kann. Hier auf Flohmann gespeichert, mal hier auf CWP3 hier. Zack. Passt. Ich sollte vielleicht echt hier im Kampf speichern, immer weil ich Angst haben kann, muss, dass es irgendwie daneben geht. Schloss knacken. Goldene Wurfaxt. Oh. Ist da etwas schon das, was ich eigentlich haben sollte? Mein tolles Sternschweif? 5 und gab nicht sehr viel AP. Obwohl das eine Erstbegegnung war, oder? Vorher keine. Ach, da ist sie. Goldene Wurfaxt. Bla bla bla. Beträgt 4 Dukaten, aber der eigentliche Wert ist ja ein ganz anderer. Das dürfte Sternschweif sein. Ha. Rein bei dir. Obo. Das war ja irgendwie easy. Muss kurz lesen, was da oben steht mit der Lösung, bevor ich hier was verdüdle. Aber ja, Priester sprechen Blitz und Eisenrost. Also auch Eisenrost ist noch ein Problem. Ich weiß aber nicht, ob Eisenrost auf magische Waffen auch funktioniert. Und ich bin mir auch tatsächlich nicht sicher, ob Eisenrost nur im Kampf oder auch danach dann noch hält. Blitz definitiv nicht. Aber hohe Priester, wenn die kommen sollten, haben Versteinerungsfähigkeit. Da muss ich aufpassen. Das ist echt gefährlich dann. Okay, ba. Ach, ich hab es vorher durchlesen sollen. Ist doch egal, komm. Ich scheine ja bereits das Richtige gefunden zu haben, was ich haben muss. Und bin damit recht zufrieden. So. Karte erkundet soweit, ja. Sehr gut. Ja, die eine Ecke, meine Güte, die kann ich auch getrost lassen. Moment, ich wollte was testen. Kann ich mich hier... Nein. Wäre auch komisch gewesen. Ich habe ja nicht umsonst Teleportzauber, ne? Ne, ist keine helle Wand, wie es aussieht. Gewalt sagt, komm, wir knacken das, wie immer. Und... Ah. Gab keine AP. Das ist ja merkwürdig. Und wieso hast du eigentlich überhaupt hier einen Platz frei? Fällt mir gerade so auf. Ist auch noch nicht geklärt. Das ist ganz so schnell als Bahnschulort-Dokument eigentlich, oder? Ah, nein. Muss ich mal demnächst loswerden. Umien! Oh nein! Dam da 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 da. Lustig ist tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass Sternschweif insgesamt deutlich weniger lang wird vom Let's Play her als der Vorgänger. Was aber auch natürlich damit zu tun haben dürfte, wenn es dann so sein sollte. Ich habe es ja noch, es ist ja so eine Theorie bisher, ich habe es ja noch nicht annähernd überprüft, aber dem Lösungsweg nach, den ich gelesen habe, überflogen habe, besser gesagt, ist das hier relativ fix abgekaspert. Zumal ich auch nicht andauernd durch die ganze Welt reisen muss, um Leute zu finden, die Informationen für mich haben. Das war ja der Hauptgrund, warum Teil 1, glaube ich, so lange gedauert hat. Nicht, weil ich so viel erkunden konnte, sondern weil ich einfach suchen musste ohne Ende. Das fällt hier im Wesentlichen raus. Aber jedenfalls, das mag ein Grund gewesen sein, aber auch eben, dass die Kämpfe da deutlich länger und generell die Spielflüssigkeit und alles einfach länger dauert als das hier. Wobei dann wiederum natürlich kämpfe ich die Kämpfe hier, oder habe ich auch vor, noch weiter so zu machen, die Kämpfe wirklich auch aktiv zu kämpfen und nicht immer mit Computerkampf zu machen. Zumindest außerhalb der Weltkarte, da vielleicht doch eher, aber hier im Dungeon ist mir das zu heikel tatsächlich. Und entsprechend dauert das natürlich trotzdem hier ein bisschen länger. Wenn die Kämpfe hier flüssig und schneller gehen als vorher noch, deswegen mache ich sie überhaupt das mit selbst kämpfen, sonst wäre es keine Option für mich, dürfte es vergleichsweise immer noch mehr Zeit brauchen, und zwar eine ganze Menge mehr Zeit, ist ja Computerkampf natürlich. Also ich bin gespannt, wie viel länger oder wie weniger lang oder wie gleich lang das Let's Play, wie Folgen das letztendlich werden, verglichen mit Schicksalsklinge. Oder ob ich vielleicht generell vor dem Ende des Sternschleifspiels... Oh. Kapituliere und sage, ich habe keinen Bock auf Lobang und ich will nicht weiterspielen. Kann auch sein. So. Da. Immer wieder ein bisschen orientieren hier, bevor... Hä? Okay, cool. Das war's. Aber ich habe keine hellen Wände mehr gesehen. Tolle ist auch,
Ich habe jetzt nicht so wie bei Sternschweif, Schicksalsklinge. Ich werde noch ganz oft die beiden Namen verwechseln. Übrigens, habe ich schon mal erwähnt, ne? Cool. Habe ich jetzt kein Kartmaterial irgendwie bei mir liegen, wie ich es die letzten Spielzyklen dann gemacht habe. Ich habe die Komplettlösung vor mir liegen quasi und vertraue mir darauf, dass da was passiert. Ohne jetzt die Kartendesigns zu haben. Das heißt, ich muss es schon selbst rausfinden, aber hier muss so eine helle Wand irgendwo sein. Ich sehe keine helle Wand. Oh. Ging vorher nicht. Ja, ich habe Vorräte mitgenommen, ich weiß aber nicht, wie viel und was und wo. Jetzt scheinbar ich immer noch so viel wie vorher. 9 war da auch vorher auch gewesen, oder? 7 Bewegungspunkte ist auch nicht viel. Höchstens Wasser aufgefüllt vielleicht. Ja. Was soll's. Tja. Komm ich da wieder raus? Nein, ist ja auch jetzt Quatsch, ne? Also ich habe vielleicht schon die Wurfachse gefunden, die ich finden sollte. Werde aber trotzdem hier sterben, weil auf mal keine helle Wand mehr da ist. Wie es in der Lösung steht. Oh Mensch. Nö. Das nicht durch. Ich meine, die eine helle Wand war ja auch wirklich deutlich hell gewesen beim Langlaufen. Das habe ich ja gar nicht übersehen können. Hoppala. Deswegen glaube ich nicht, dass hier noch eine sein kann. Ah. Da hinten. Oder? Ja, Klick mit der Maus. Die wird doch gerade hell. Ja. Wirkte so. Die ist doch eindeutig heller als andere. Dö-dö-dö. War sehr coole Musik. Aber absolut mir nicht bekannt und im Gedächtnis geblieben. Wie gesagt, ich war hier wahrscheinlich hier drin gewesen im Dungeon. Es ist eindeutig eine helle Wand. Geht doch. Oh, was ist nur los? Oh, ich hab Shift. Ach, die neue Tastatur, ne? Total sensibel. Sieh mal eine an, entfährtes Taya. Eine Geheimtüre. Mal sehen, was diese Dumpfbacke von... Ah ja, das ist gleich nochmal, was ich vorhin schon hatte. Aber das war eine eindeutig helle... Oh, Wandzeichnung. Wie cool. Sieht gerade alle hell aus irgendwie für mich. Ah, da wird es wahrscheinlich lang gehen. Das wird schon nach oben richtig sein. Zack. Das ist hier eine helle Geheimtür. Cool, so ein richtiges Muster. Das ist grafisch eine Wucht, das Spiel. Eine Wucht. Schon wieder eine Geheimtür. Ach ja, muss ich bloß reingeraten. Gute Frage. Tja. Scheint aber ein Raub zu sein, der weiter nichts zu bieten hat, außer coolen Wandzeichnung. Oh, warte. Geht's da weiter? Tatsache. Oh! Easter Egg. Schicksalsklinge. Kennen Sie schon die Schicksalsklinge? Steht da auf der Tafel. Was soll das denn? Fragt Taya indigniert. Schicksalsklinge, sowas. Ist doch klar, meint da jemand aus der Gruppe. Das war auch der erste Teil der Nordland-Trilogie von Etik und Fanpro. Hast du den ersten Teil noch nicht gespielt, oder was? Ja, okay. Schleichwerbung für Teil 1. Finde ich ja lustig. Aber naja. Taya erkennt kurz vor euch plötzlich eine Fallgrube. Vorsicht, warnt ihr den Rest der Gruppe. Hätte es in Teil 1 auch nicht gegeben. Wären einfach alle durchgelaufen, nehme ich an. Oh, nichts Helles zu sehen. Oh! Kein Verbindungsweg hier. Dann muss ich nochmal zurück, wenn es wahrscheinlich in den Sackgasse reingeht, aber... Das muss nochmal gemacht werden. Fallgrube, Achtung! Oh, jetzt wurde es offenbar erkannt und gebannt, die Gefahr. Finde ich auch gut. Ist ein bisschen nervig gewesen. Ah, doch, geht ein bisschen weiter hier. In Teil 1... Dass man immer wieder dieses Event hat. Da schwer Schicksalsdinge hier. Aber übertreibt man nicht so. Auch mal ist hier echt nur eine einmalige Sache, wenn es erkannt wurde. Gut, ich meine, ich bin ein bisschen früh mit dem Auswerten davon. Es war jetzt eine Sache. Vielleicht ist es dann künftig doch noch anders. Aber es wäre natürlich cool, wenn es so wäre. Am Boden vor euch liegt eine alte Schriftrolle. Wollt ihr die mitnehmen? Warte mal kurz. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ich es machen möchte. Aber... Natürlich werde ich vorher die Lösung konsultieren, denn ich bin ein Schisser und will nichts falsch machen. Apropos, ich könnte mal speichern vielleicht. Habe ich lange nicht getan! Ja, wirklich überschreiben. Und jetzt, wo wir bei schönen Musik sind, gucke ich mal ganz kurz.
Blenden. Okay. Ja. Aber ich will nicht wissen, wie ich Kampfwachen muss. Wo stehen das?